Hallo Kali Crew, ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, ob ihr noch ein Valentinstags-Video sehen möchtet. Und die Mehrheit war klar dafür. Deswegen zeige ich euch jetzt ein paar richtig coole Last-Minute-Geschenkideen, denn der Valentinstag ist ja auch schon bald. Bevor wir damit starten, wollte ich euch wieder eine Frage beantworten. Dieses Mal auch passend zum Videothema, denn Annalena Klee wollte wissen, wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Puh, Leute, echt schon mega, mega lange. Also unser Jahrestag ist am 5. Nein, Cut. Unser Jahrestag ist am 9.05.2009. Das heißt, im Mai sind wir 11 Jahre zusammen. Ich finde es so krass. Wir können es manchmal selber nicht glauben und fragen uns, wie wir es eigentlich schon so lange miteinander ausgehalten haben. Nein, Spaß, aber es ist echt schon mega, mega lange. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Single, like a Pringle, wie alle schreiben werden, oder vergeben seid, beziehungsweise wie lang schon eure längste Beziehung war. Und ich will noch eine Sache sagen, ihr müsst ja keinen Freund haben, um jetzt irgendjemand an Valentinstag was schenken zu können oder den zu feiern. Ihr könnt auch einfach eure besten Freundinnen hier raus was basteln. Weil ich glaube, gerade wenn man nicht damit rechnet und dann ein Geschenk bekommt, dann ist die Freude noch tausendmal größer. Und deshalb habe ich auch versucht, alle Geschenke nicht in Babyblau für Jungs zu halten, sondern einfach nur neutral. Also macht, wem immer ihr möchtet, eine Freude und habt Spaß daran. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß bei DIYs und los geht's! Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit meinem persönlichen Lieblings-DIY aus diesem Video, denn ihr habt wahrscheinlich schon alles dafür zu Hause. Ihr braucht nämlich nur Papier, Stift, Lineal, Kleber und die Lieblingssüßigkeiten von dem oder derjenigen, der ihr das schenkt. Daraus basteln wir jetzt eine Exploding Box. Das heißt, wenn man den Deckel so hoch nimmt, dann springt sie auf und man hat einen richtig coolen Überraschungseffekt. Und wir starten hier mit der Box an sich. Dazu nehmt ihr das Papier, was ihr innen haben wollt, so vor euch. Also meins war jetzt auf der anderen Seite orange, aber außen wird es dann rot sein. Und zeichnet diese Form auf. Und das hier sind die ganzen Zentimeterangaben. Also macht euch einfach einen Screenshot oder pausiert das Video, wenn ihr es nachmacht. Aber ihr seht, es ist einfach, ja, ist ein Kreuz. Und das schneidet ihr aus und schnappt euch anschließend euer Lineal, um damit die ganzen Kanten oder die Linien, die ihr eingezeichnet habt, einmal so nach innen umzuknicken. Und damit ist die Box an sich theoretisch auch schon fertig, denn die Seiten müssen nicht zusammengeklebt werden, weil sie ja später so aufspringen sollen. Aber das zeige ich euch gleich. Ihr könnt aber hier auf jeden Fall noch ein bisschen Liebe reinstecken und einfach das Ganze dekorieren. Ich nehme dazu sehr gerne Washi-Tape, wie ihr wisst, und habe das einfach so an die Ränder geklebt. Dann sieht man auch die Linie nicht mehr, die ihr da gezeichnet habt. Oder ich habe nochmal so weiße Karten ausgeschnitten und die dann einfach da drauf geklebt, damit es ein bisschen farblich sich abhebt. Ihr könnt also mega kreativ werden und da euren ganz persönlichen Style mit reinbringen, bis ihr sagt, wow, das sieht so Bombe aus, das will ich jetzt verschenken. Aber was zu Valentinstag natürlich auch nie fehlen darf, sind einfach ein paar liebe Worte oder Gefühle, Gedanken. Das sind eigentlich auch so die wichtigeren Sachen. Also ich glaube, darüber freuen sich die meisten Leute doch viel mehr als über Geschenke. Aber Liebe geht durch den Magen, das wissen wir alle. Deswegen könnt ihr jetzt die Süßigkeiten reinpacken. Am besten legt ihr sie auch so auf die Mitte drauf, dass man nicht direkt sieht, was ihr geschrieben habt. Dann gibt es nochmal einen zusätzlichen Überraschungseffekt. Und dann sind die Seiten dran. Da könnt ihr jetzt auch verschiedenste Süßigkeiten draufkleben. Ich habe dazu doppelseitiges Klebeband genommen und das hat mega gut funktioniert. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier außenrum noch mehr Verzierungen anbringen oder noch mehr Süßigkeiten reintun. Aber erstmal machen wir den Deckel. Dafür braucht ihr wieder ein Stück Papier und ich habe dieses Herzchen-Design beim Bastelshop gefunden und dachte mir, okay, besser geht es ja nicht für den Valentinstag. Aber dem, was immer ihr da habt, ihr könnt sie immer noch verzieren oder auch selber Herzen draufmalen, wenn ihr das schön findet. Und dann geht ihr genauso vor wie bei der Box selber. Also ihr zeichnet das gleiche Design auf, nur in kleiner. Ihr seht wahrscheinlich hier schon den Größenunterschied. Die Seiten des Deckels sind auf jeden Fall sehr viel schmaler, 3 cm statt 9. Einfach damit es ja nicht bis ganz nach unten reicht, sondern wirklich nur so oben überlappt. Und das Ganze schneidet ihr dann wieder aus. Und anschließend gibt es einen kleinen Unterschied zur Box selber. Und zwar habt ihr außen jeweils diese kleinen Vierecke und bei denen schneidet ihr immer nur eine Seite ein. Ich habe mich für die linke Seite entschieden und das einmal im Kreis rum gemacht, also immer nur die linke Seite einfach so eingeschnitten bis zur nächsten Kante und die rechte Seite ist dran geblieben. Denn jetzt nehmt euch wieder euer Geodreieck oder Lineal und knickt diese Seiten alle so ein. Und dann kommt auch schon der letzte Schritt, bis euer Deckel fertig ist. Also ihr seht, es geht echt mega, mega schnell. Ihr braucht dafür, wenn dann Tesa oder Heißkleber. Also damit, finde ich, geht es auf jeden Fall am besten, weil es dann direkt festklebt. Und zwar gebt ihr das jetzt auf diese kleinen Vierecke, die ihr gerade eingeschnitten habt und klebt die innen an die nächste Seite an, so wie ihr es hier seht. Das wiederholt ihr dann bei allen vier.
Das ist wirklich das perfekte Last-Minute-Geschenk, denn ihr seid auch schon fertig mit Basteln. Jetzt müsst ihr nur noch beides zusammenfügen. Und für den extra Überraschungseffekt würde ich euch empfehlen, in die Mitte von der Box noch so ein paar Sachen reinzulegen, die rund sind und dann rausrollen, wenn ihr sie öffnet. Zum Beispiel ein Überraschungsei, M&Ms oder andere runde Dinge. Dann noch der Deckel drauf. Am besten geht es, wenn ihr jemanden habt, der euch hilft. Aber ihr seht, alleine bekommt man es auch gut hin. Ist nur eine kleine Friemelarbeit. Aber die lohnt sich auf jeden Fall, denn von außen sieht das Geschenk schon richtig schön aus. Und dann, schwupp, kommt die Überraschung raus, wenn man den Deckel lüftet und sieht, was ihr innen drin ganz viel Liebe und einfach Details gemacht habt. Also ich würde mich über sowas auf jeden Fall sehr freuen. Kleiner Tipp an Raffi. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gerade eben schon gesagt, finde ich es persönlich auch mega schön, wenn man einfach ein paar tolle, nette Worte aufschreibt oder die Gefühle irgendwie offenbart. Und wie könnte man das besser tun, als in einer sehr, sehr schönen Karte, die man selber gebastelt hat? Dann habt ihr quasi 2 in 1, also ein kleines DIY und etwas sehr, sehr Persönliches, was super schnell zu machen geht. Ihr kennt ja sicherlich alle den Spruch, I love you to the moon and back. Ich finde ihn irgendwie so süß und romantisch und der eignet sich auch perfekt, ob ihr es jetzt eurer besten Freundin oder eurem Partner schenkt. Ich finde, das ist ganz egal. Und genau, passend dazu wollte ich dann diese erste Karte designen, indem ihr unten links eine Weltkugel hinzeichnet. Damit die auch perfekt rund wird, könnt ihr ein Washi-Tape so als Linie oder als Rahmen benutzen. Finde ich immer sehr praktisch, weil so einen Kreis zu zeichnen ist manchmal schwerer, als man denkt. Und rechts oben in die Ecke, da kommt dann ein großer Mond hin. Wie es der Spruch auch schon sagt, zeichnet ihr jetzt den Weg von der Erde bis zum Mond und wieder zurück. Das könnt ihr natürlich in einer Linie durchgängig machen oder ihr macht so wie ich einfach in ganz vielen kleinen Strichen, das ja wie so eine Flugbahn quasi aussieht. Und damit es interessanter wird, könnt ihr auch noch ein paar Loopings reinmachen. Das finde ich echt schon richtig schön, weil es auch so einen Rahmen für die Karte irgendwie bildet. Und dann könnt ihr das von da aus einfach noch weiter verzieren. Am besten nehmt ihr vielleicht so goldene oder silberne Marker, die dann die Sterne quasi darstellen sollen. Da habe ich einfach nur Punkte gemacht zum Teil und die anderen dann wirklich als Sternchen gezeichnet. Oder was auch richtig cool aussehen kann, sind solche Perlensticker, weil die nochmal so einen 3D-Effekt dann auf der Karte geben, was ich persönlich immer sehr hübsch finde. Die habe ich im Bastelshop oder nee, im 1-Euro-Shop bei der Bastelecke gefunden. Die gibt es da richtig günstig und die könnt ihr auch einfach entlang von den Strichen so verteilen. Und als letztes habe ich mir gedacht, könnte man noch ein bisschen Glitzer hinzufügen. Ich weiß nicht, ob man das dann zum Beispiel für einen Freund machen kann, ob die das schön finden, aber ich als Mädchen würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Dazu gebt ihr auf jeden Fall einfach ein bisschen Kleber an die Stellen, wo ihr das Glitzer haben möchtet. Streut das Glitzer on top, schüttelt die Karte so gut ab, damit die Überreste abfallen und tada, fertig ist eine mega, mega schöne Valentinstagskarte, die ihr jetzt natürlich noch von innen beschriften könnt, damit sie perfekt wird. Und dann habe ich noch ein zweites Kartendesign für euch, das aber eher lustig sein soll, statt romantisch. Manche Leute fänden das vielleicht auch sonst zu kitschig und ich wollte halt für jeden von euch was dabei haben. Deswegen, wie gesagt, noch eine lustige Variante. Da könnt ihr nämlich nicht nur in so eine Karte was reinschreiben, sondern auch einen Gutschein reintun. Zum Beispiel fürs Eisessen, Restaurantbesuch oder ein Picknick. Okay, das waren jetzt alle Sachen, die was mit Essen zu tun hatten. Das sagt viel über mich aus. Aber ja, darüber würde ich mich halt freuen. Oder ihr macht irgendwelche Aktivitäten, die ihr gerne mit eurem Partner macht. Zum Beispiel auch einen Hallenbadgutschein. Oder ihr drückt euch ganz viele Bilder aus von euch zusammen und legt die in die Karte rein. Das ist auch ein schönes Geschenk. Also es gibt 1000 Einsatzmöglichkeiten. Und deswegen wollte ich euch eben noch ein zweites Design zeigen. Dazu zeichnet ihr auf jeden Fall 2 Avocado-Hälften. Wer von euch liebt auch Avocado? Oh mein Gott, ich könnte jeden Tag Guacamole essen, das ist echt so lecker. Und genau, die zeichnet ihr jetzt auf die Karte vorne drauf, dass sie so zueinander zeigen. Und das Ding ist halt, wenn man die öffnet, dann hat ja eine Seite immer den Kern noch in sich und die andere ist dann leer. Und genauso könnt ihr das darstellen, indem ihr da eben mit verschiedenen Grüntönen arbeitet. Ich würde allerdings empfehlen, das nicht mit Filzer zu machen, so wie ich. Ich finde, da hat man so die Striche gesehen. Ich glaube, mit Holzfarben würde das auf jeden Fall viel sauberer gehen und man kann die Farben besser ineinander überblenden. Nur als kleiner Tipp. Und dann könnt ihr denen eben ein kleines Gesicht malen und Herzchen so oben drüber und drunter schreiben, danke, dass du meine andere oder vielleicht auch bessere Hälfte bist. So, so süß. Für DIY Nummer 3 braucht ihr auch erstmal ein Stück Papier und einen Stift, denn da schreibt ihr jetzt drauf,
10 Gründe, warum ich dich liebe oder 10 Dinge, die ich an dir liebe. Je nachdem, was ihr besser findet, könnt ihr ein bisschen variieren. Damit das Ganze aber auch hübsch und besonders aussieht, habe ich die 10 mit einem goldenen Marker gemalt und außenrum noch so Doodles. Ich finde die immer mega cool. Und dann geht es unten drunter weiter, denn da schreibt ihr jetzt die eigentlichen Gründe auf oder Dinge. Und die könnt ihr zum Beispiel in einzelne Herzen reinschreiben, damit es so zum Valentinstag passt. Oder ihr nehmt eher die schnellere Variante, so wie ich hier, indem ihr zwei Reihen mit jeweils 5 Rechtecken aufzeichnet. Und dann könnt ihr die mit wirklich total persönlichen Sachen beschriften. Ich zum Beispiel bin Raffi sehr dankbar, dass er mir immer sehr leckeres Essen kocht, wenn ich am Videoschneiden bin und selber gar keine Zeit dafür hätte. Aber das könnt ihr dann perfekt auf euren Partner abstimmen. Und dann schnappt ihr euch Klebeband oder Tesa. Das würde theoretisch auch gehen, ihr müsst nur mehrere Bahnen aufkleben, denn es geht darum, dass ihr alles, was ihr gerade geschrieben habt, mit dem Band bedeckt, sodass auch keine Luftblasen mit drin sind. Also streicht alles gut glatt und links und rechts jeweils könnt ihr das Band dann einfach auf die nächste Seite so umklappen oder abschneiden, ganz wie ihr wollt. Und falls ihr etwas Größeres geschrieben habt, was jetzt nicht unter eine Bahn passt, dann legt einfach 2 Bahnen übereinander, die müssen halt einfach nur in der Mitte so ein bisschen überlappen, dass da kein Leerraum mehr zwischendrin ist. Denn die Schrift soll richtig versiegelt sein, sodass da nichts mehr drankommt. Und damit es jetzt noch ein bisschen aufwendiger und schöner aussieht, schnappt ihr euch einfach ein anderes Stück Papier mit vielleicht einem schönen Muster drauf. Und da klebt ihr dann die Karte, die ihr gerade gemacht habt, oben drauf. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt, damit es jetzt auch bedeckt wird. Braucht ihr Acrylfarbe und Spülmittel. Ihr könnt jede Farbe nehmen, die ihr möchtet, aber ich dachte mir zum Valentinstag passend, nämlich Rot, Pink und Lila. Und das mischt ihr jetzt mit dem Spülmittel im Verhältnis 2 zu 1. Also ihr gebt 2 Kleckse an Acrylfarbe und einen an Spülmittel. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob es genug war, dann gebt lieber noch ein bisschen mehr Spülmittel dazu. Das ist wichtig, dass da genug drin ist, damit sich später die Acrylfarbe abrubbeln lässt. Denn daraus machen wir jetzt wie eine Art Rubbellose. Ihr könnt theoretisch darunter auch Gutscheine schreiben. Das habe ich euch letztes Jahr, glaube ich, gezeigt. Aber ich fand diese Variante auch echt schön, weil man da nicht irgendwie so einen Liebesbrief schreiben muss, sondern einfach versteckt so die einzelnen Nachrichten da drin hat, die der oder diejenige dann immer wieder nacheinander freirubbeln kann, wenn er möchte. Das Ganze legt ihr jetzt zum Trocknen auf die Heizung. Dann geht es nämlich deutlich schneller. Eventuell müsst ihr über manche Farben 2-mal drüber, wenn die nicht so richtig gedeckt haben. Aber wenn es auf der Heizung liegt, dann ist es echt nach 1 bis maximal 2 Stunden komplett getrocknet. Dann kommt die nächste Schicht drauf und danach ist euer DIY auch schon fertig. Jetzt kann der Beschenkte oder die Beschenkte ganz einfach mit dem Euro-Stück alles freirubbeln und eure Liebesbotschaften sehen. Schaut jetzt unbedingt bei mir auf Instagram vorbei, dann könnt ihr nämlich jeden Tag was von mir sehen, auf meinen Bildern oder Stories. Und ihr könnt mich natürlich auf euren verlinken, falls ihr irgendwelche von meinen DIYs nachmacht. Dann sehe ich die nämlich und kann sie auch bei mir teilen. Und ich freue mich einfach mega darüber, wenn ich eure Kreationen sehe. Also kommt schon rüber, aber vergesst natürlich auch nicht, hier meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Denn da sehen wir uns wieder und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, Leute!